Willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute gebe ich dir meine drei besten Tipps mit, wenn es darum geht, eine glückliche Beziehung zu führen oder anders gesagt, deine Freundin glücklich zu machen. Bevor wir ins Video durchstarten, im ersten Link in der Beschreibung kannst du meinem Instagram-Account folgen. Auf dem Instagram-Account poste ich täglich Videos und Fotos aus meinem Alltag. Du begleitest mich in Coachings, auf Dates und natürlich verrate ich dir auch ein paar meiner Geheimnisse. Der erste Punkt ist Kommunikation. Kommunikation ist eine der wichtigsten Sachen in der Beziehung. Das hört man immer wieder. Aber auch mir wurde erst nach ein paar fehlgeschlagenen Beziehungen klar, wie wichtig Kommunikation tatsächlich ist. Und zwar ist es zuerst mal so, dass du viel mit deiner Partnerin kommunizieren solltest. Ja, ihr solltet euch viel darüber austauschen, was sind meine Wünsche, was sind auch vielleicht Bedingungen. Das solltet ihr vor der Beziehung klären. Aber es geht auch viel darum, deiner Partnerin richtig zuzuhören. Ja? Das heißt, Kommunikation ist auch in diesem Aspekt wichtig. Wenn zum Beispiel deine Freundin nach Hause kommt und sie hat schlechte Laune, ja, und will sich ein bisschen bei dir auskotzen, dann tendieren manche Männer dazu, ich sag mal, so ein bisschen passiv zuzuhören oder so zu tun, als würden sie zuhören. Aber das ist keine Lösung. Wenn deine Freundin oder deine Partnerin mit dir kommuniziert, dann musst du vollkommen anwesend sein, denn Frauen haben ein bedeutend größeres soziales Empfinden und sie merkt es sofort, wenn du nicht wirklich anwesend bist. Deswegen, wenn ihr euch unterhaltet, wenn Kommunikation stattfindet, sei voll bei der anderen Person, sei voll bei deiner Partnerin und kommuniziere immer, wenn dir etwas nicht passt und ermutige auch deine Partnerin dazu, immer zu kommunizieren, wenn ihr etwas nicht passt. Der zweite wichtige Punkt ist, und das erwähne ich immer wieder oder habe ich schon einige Male erwähnt, ist, dass deine Freundin oder deine Partnerin immer das Gefühl haben muss, sie ist die wichtigste Frau in deinem Leben. Ich hatte das selbst damals im Laufe meiner offenen Beziehung, diese Herausforderung, immer wieder meiner Freundin zu zeigen, dass sie die wichtigste Person in meinem Leben ist. Das habe ich nicht immer geschafft, denn das ist gar nicht immer so einfach. Aber wenn du das hinbekommst, wenn du es schaffst, ihr zu zeigen, hey, du bist die wichtigste Frau für mich, du bist die wichtigste Frau in meinem Leben, wenn sie dieses Gefühl bei dir hat, dann wird sie fast immer bei dir glücklich sein. Ja, wenn du das kombinierst, zum Beispiel mit dem ersten Tipp, nämlich gute Kommunikation, ja, gute Kommunikation beugt Probleme vor. Und wenn sie zusätzlich das Gefühl hat, ja, ich bin die wichtigste Frau in seinem Leben, wenn du das hinbekommst, ja, dann hast du eigentlich eine sehr, sehr glückliche Beziehung. Ja, das kannst du mit Dingen machen wie, überrasch sie mal, sei ein bisschen unvorhersehbar. Ich bin ja nicht der Riesenfan von Geschenken, aber mal der Frau Blumen mitzubringen, ist eine total schöne Geste. Mal, ja. Denk dir was aus, mach das eine Mal dies, das andere Mal machst du was anderes. Wenn sie irgendwas sagt, was ihr gefällt oder was sie gerne machen möchte, merk es dir und mach es mit ihr. Sie wird sich super freuen, einfach nur deswegen, weil sie merkt, du hast dir das gemerkt und wolltest ihr eine Freude machen. Und wenn du diese Dinge regelmäßig machst, wenn du aufmerksam bist, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, wichtig ist bei der Kommunikation aufmerksam zu sein. Wenn du aufmerksam bist und alles so ein bisschen einsaugst, was deine Freundin sagt, dann werden dir ganz viele Dinge einfallen, die du machen kannst, damit deine Freundin sich besonders fühlt. Und wenn sie sich besonders fühlt, hast du eine glückliche Beziehung. Und der dritte Punkt ist, dass du dich um dich als Mann kümmerst. Das ist eine Sache, die habe ich früher in meinen ersten Beziehungen sehr falsch gemacht. Und da tendieren eher jüngere Männer zu als ältere. Nämlich, dass du in die Beziehung kommst und dass du dann auf einmal anfängst, andere Lebensbereiche zu vernachlässigen, wie deine Freunde, deine Karriere oder zum Beispiel deine Gesundheit. Und da kann man ganz schnell reinrutschen, da muss man wirklich aufpassen. Du machst deiner Freundin, deiner Partnerin eines der größten Geschenke überhaupt, wenn du dir selbst als Mann treu bleibst, wenn du weiterhin an dir selbst als Mann arbeitest. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, als du und deine Freundin euch kennengelernt habt, hast du gerade dein Unternehmen aufgebaut und bist der Leiter deines Unternehmens, ja, und du hast viel Zeit in dein Unternehmen gesteckt und hast dich darum gekümmert und es ist immer mehr gewachsen. Ja, und so hat sie dich kennengelernt und das fand sie besonders attraktiv an dir. Und jetzt lernst du sie kennen und ihr kommt zusammen und du hörst innerhalb der Beziehung auf, dich so um dein Unternehmen zu kümmern wie früher und investierst mehr Zeit in die Beziehung mit der Frau. Dann fällt natürlich ganz offensichtlich die Sache weg, die sie von Anfang an attraktiv an dir fand. Und deswegen ist ein Trick, den ich dir empfehlen kann, dass du immer mal wieder zurück überlegst, hey, was fand meine Partnerin eigentlich damals am Anfang, bevor wir zusammengekommen sind, so anziehend an mir? Was fand sie so anziehend an mir, dass sie gesagt hat, hey, das ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte? Und das kannst du sie auch gerne fragen. Frag sie, was findet sie so attraktiv an dir? Ja, das geht dann einher mit Punkt Nummer 1, nämlich guter Kommunikation. Ja, gute Kommunikation ist wieder der Schlüssel dafür. Deswegen frag sie, hey, was fandest du attraktiv an mir? Und dann achte darauf, dass du diese Sache in deinem Leben auch weiterhin machst, dass der Fokus davon nicht ganz wegfällt.
Und das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Das muss nicht sein, dass du ein Unternehmen leitest. Das kann auch einfach sein, dass du dich um deine Fitness kümmerst. Das kann sein, dass du dich um etwas Künstlerisches kümmerst, wie du spielst Gitarre, du singst, du malst. Das ist vollkommen irrelevant. Es muss etwas sein, was dich persönlich betrifft, was dich begeistert und wo du sagen kannst, darum geht es in meinem Leben. Und es ist halt wichtig, dass die Frau das Gefühl bekommt, sie ist die wichtigste Frau in deinem Leben. Das haben wir in Punkt 2 schon mal besprochen. Darüber hinaus sollte es aber nicht die wichtigste, die Frau sollte nicht die wichtigste Sache in deinem Leben sein. Die wichtigste Sache sollte deine Entwicklung als Mann sein. Und wie gesagt, das kann eben ganz verschiedene Dinge sein, das kann ganz verschieden ausgelegt werden. Da kommt es immer darauf an, was für dich als Mann wichtig ist, was für dich als Mann relevant ist. Und wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann solltest du das schleunigst mal rausfinden, denn auch das wird dich attraktiv machen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem anderen Video, das ich letztens gepostet habe, zu den 3 Attraktivitätsboostern, denn einer davon war auch, dass du weißt, was du willst, und diese Sachen hängen alle zusammen. Also alles, was du hier auf dem Channel siehst, hängt irgendwie zusammen, und du machst deiner Partnerin, deiner Freundin eines der größten Geschenke, wenn du weiterhin an dir als Mann arbeitest und der attraktive Mann bleibst, den sie am Anfang kennengelernt hat. Wenn du diese 3 Sachen, die ich dir gerade sage, vereinst, dann kann im Grunde nichts schief gehen und deine Beziehung wird positiv weiter wachsen. Ich schließe mal solche Dinge aus wie irgendwer von euch zieht um oder irgendwer von euch, Gott bewahre, stirbt. Das sind natürlich Dinge, die man dann, die ein bisschen außerhalb der Kontrolle liegen. Aber ansonsten kannst du mit diesen 3 Grundregeln für eine glückliche Beziehung wirklich sehr viel richtig und sehr wenig falsch machen. Neben dem Fall kannst du den Channel abonnieren, aktiviere auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Einfach mal die Coaching-Bewerbungsseite anschauen. Dort findest du auch Reviews von anderen Teilnehmern. Und unten rechts findest du ein Video, das ich dir persönlich empfohlen habe und das dir weiterhelfen wird. Ich freue mich, dich Samstag wiederzusehen. Bis dahin, ciao.